geht weiter für den Ratatypi, der sich Bill nennt. Mal sehen, ob ich es auf diese Super-Contra-Boss eben doch durchzuzucken, aber ich glaube nicht. Weil ich meine, die ersten Welten, die sind ja Kinderkram. Wenn man... Nein! Total unnötig. Wenn man die ersten Welten schafft, ohne zu failen, dann heißt das gar nichts, weil in Welt 8 kann man sich einen abfailen, so schwer ist das. Oh nö, wieso springt der nicht weiter? Dieser Blödmann! Ey, nee! Pilz her, verdammt nochmal! Oder setzt was! Sowas darf mir nicht nochmal passieren. Schieß schon endlich! Und dann halt eben nicht. Mach! Bloß nicht nochmal hier abkacken. Ich meine, wie unnötig war das denn, dass ich hier gefailt habe? Ratatatata! Ratatata! Ah! Boah, da ist ja ein Ab! Das gehört jetzt natürlich mir! Das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich dieses Ab mal wieder krieg. Boah, fast! Ich habe vergessen, dass er keine Bodenattacke hat, sondern nur ein Gewehr. Ich habe jetzt versucht, so wie der Link, mit einer Bodenattacke auf die Pflanze drauf zu springen. Also Glück gehabt. Oh nein, komme ich da jetzt überhaupt nochmal dran? Sollte mal aufhören zu rattern die ganze Zeit, sonst sind die Blöcke weg. So, jetzt weiß ich, an wem ich die Steuerung erinnere, indem ich an die sah muss. Die fällt auch so ziemlich langsam runter. Man kann sich da nicht so ganz richtig steuern. Aber die Samus ist doch von jemand ganz anderem erfunden worden. Vor allem die Samus sieht liebenswürdig aus, zumindest in einigen Versionen. Und hier nehme ich leider nur dann, wenn sie klein ist. Und der Waldi, der zockt da ja so ein Metroid Zero Mission oder wie das heißt. Und behauptet, da hätte sie so ein sexy Zero-Suit an. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass sie da irgendwie total abnormal aussieht. Dagegen beim Shinesparks im Kanal, da sieht sie ganz süß aus. Aber bei dem, was der Waldi da zockt... Also gut, es ist Super Nintendo-Grafik, was soll man da erwarten? Aber auf jeden Fall wäre es so, dass ich gern mal ein Spiel mit Samus zocken würde, wo die richtig süß aussieht. Nur weiß ich da halt nicht, welches es da gibt. In den meisten, die ich so kenne, ist es so, dass sie entweder diesen blöden Anzug anhat, der schrecklich ist, oder dass die Grafik eben so wie bei dem, was der Waldi da zockt, so pixelig und ungenau ist, also undeutlich, und man gar nicht richtig sehen kann, wie süß die Samus wirklich aussieht. Okay, dann käme jetzt dieses Level des Schreckens. Dieses gar nicht mögliche. Einige haben ja noch, als ich es als Ninja durchgezockt habe, gesagt, ich hätte viel zu viel Skill in dem Spiel und das wäre ja mal unmöglich, aber der Fail als Mega Man hat ja gezeigt, dass ich in Wirklichkeit gar nicht so gut bin in diesem Spiel. Wobei, ein Let's Play als Mega Man von diesem Spiel hier, vom Waldi, würde ich auf jeden Fall auch gucken. Nämlich der wird es mit Sicherheit schaffen. Der wird vielleicht wieder so wie in seinem Super Mario Bros. Absichtlich in den frühen Welten ein paar Mal failen, damit es nicht so aussieht, als wäre er der Pöhnzor. Und dann aber in der 8-4 und auch in der restlichen Welt 8 alles schaffen. So als hätte er nie was anderes gemacht. Das hat der Waldi nämlich bestimmt auch absichtlich gemacht. Also, dass er da in seinem Super Mario Bros. Let's Play in den frühen Welten absichtlich ein bisschen absichtlich schlecht gespielt hat.
damit es nicht so aussieht, als könnte er alles. Und in Wirklichkeit kann er es aber natürlich und hat seit seiner Kindheit nie was anderes gezockt. Und als Mega Man könnte es vielleicht so ähnlich machen. Oder aber er hängt total den Skill-Lore raus und schafft das ganze Let's Play ohne einen Fail. Das will ich ihm auch noch zutrauen. Aber ich würde es jedenfalls nicht schaffen. Sondern ich kann das als Mega Man einfach nicht. Da geht's bis 2-3 und dann ist aus. Aber anstatt hier jetzt die ganze Zeit rumzulabern, soll ich mich mal ein bisschen konzentrieren, weil wenn ich hier so rumlabere, dann klingt es ja so, als wäre das hier alles ganz einfach und das ist es definitiv nicht. Der Fail ist immer nur einen Schritt weit entfernt. Einmal ein falscher Tastendruck und ich springe aus dem Bild. Ich will jetzt nämlich auf keinen Fall den Anschein erwecken, dass ich als Bill in diesem Spiel gut wäre, weil ich es nämlich nicht bin. Weil man nämlich als Bill in diesem Spiel nicht gut sein kann. Mit so einer Steuerung kann keiner zurechtkommen. Ich rate euch ab, du alter Nervkopf! Ich fülle dich mit Blei! So, und jetzt kommt aber wirklich die absolute Härteprobe für den Bill. Es gibt einen Sprung in der 8.1, vor dem ich richtig Angst habe. Und zwar jetzt schon. Und ganz viele Sprünge in der 8.2, auf die dasselbe zutrifft. Ich frage mich, wie ich das schaffen soll. Aber es ist immer noch eher möglich als mit Mega Man. Nämlich mit dem wird es gar nicht gehen. Stimmt, der muss hier ja auch über jeden noch so kleinen Abgrund drüber springen. Oder er fällt rein. Boah! Wenn ich hier die Blume verliere, dann kriege ich erstmal keine mehr. Boah! Boah, das gibt's ja nicht, dass ich so ein Glück hab und da jetzt nicht getroffen worden bin. Ich hätte schwören können, dass mich das jetzt erwischt. Nein! Na Glück gehabt, ich habe doch noch ganz viele Münzen gekriegt. Spring! Weg mit dir! Hau ab! Entfernt eure stinkenden Herrscher aus diesem Land! Ihr seid hier nicht willkommen! Oh! Ich hab schon gedacht, dass ihr da jetzt in den Abgrund fällt! Oh, das war schon wieder so ganz knapp! Aber leider kommt die schwierige Stelle ja erst noch. Nämlich jetzt gleich. Fast hätte ich den Blödmann berührt. Achso, hier kommt es ja erst. Nee, immer noch nicht. Ich muss auf das Zeitlimit achten, weil sonst ist die Zeit bald all. So ein Mist. Boah, nochmal Glück gehabt. Wenn man nicht versucht, nach links gegenzusteuern, ist es schaffbar. Aber sobald man das versucht, springt man aus dem Bild, weil... Jo, nein, es kommt ja auch noch so ein Mist. Nein! Ich soll nicht so viel rumlabern und mich auf das Spiel konzentrieren. Jetzt habe ich nämlich ganz vergessen, dass die Stelle auch noch kommt und noch viel schrecklicher ist. Aber alles andere ist eigentlich ganz gut schaffbar. Muss ich halt nur gucken, dass ich es nochmal schaffe. Wobei, Moment mal, ich kann hier das Ab sogar nochmal kriegen. Dann ist es nicht so schlimm, dass ich gefailt habe. Solange ich immer eine positive Abbilanz habe. Also immer mehr absammle, als ich verbrauche. Okay. Gut, ich muss mich jetzt mal wieder einkriegen und konzentrieren. Und nicht die ganze Zeit so überhastet spielen. Boah. So viel zum nicht überhastet spielen. Ich sollte es nicht nur sagen, sondern auch tatsächlich tun. Das gibt's ja nicht, da kriegt man echt mal voll den Herzinfarkt, wenn man hier als Bill spielt. Weil der nämlich nicht geht. Aber das habe ich ja angekündigt, dass der unmöglich ist. Nö, du Blödmann! Das kann dauern, bis ich durch dieses Level durch bin, weil ich habe genug Ups, um ziemlich oft zu failen, also um mir das zu erlauben.
Aber jedes Mal, wenn ich fail, geht das ganze Level von vorne los. Und es ist leicht hier zu failen, wie man sieht. Also mit anderen Charakteren will ich natürlich locker schaffen. Aber mit dem hier nicht. Ich krieg sogar mehr Ups, als ich verbrauche. Kommt hier wieder diese Herzinfarktstelle. Wobei, eigentlich ist die ganze Welt 8 als Bill ein einziger großer Herzinfarkt. Vor allem wegen diesem Bullshit hier. Jeder andere Charakter kämpft da ohne Probleme drüber. Aber der Bill muss so blöd sein und da dann reinfallen. Alle anderen könnten nämlich einfach drüber rennen. Man kann auch nicht, so wie es als Ninja noch möglich war, so einen Rettungssprung. Also sich so an der Wand festhalten und dann wieder hochspringen. Sondern hier muss man alles so irgendwie hinkriegen. Okay, die Basta-Stelle kommt also erst noch. Das war nicht etwa die, die ich gerade eben geschafft habe. Sondern die ist eigentlich kein Problem, wenn man es richtig macht. Sondern das hier, das geht nicht. Nur du Blödmann! Du Bastard! Warum machst du sowas? Ich muss da irgendeine Technik rauskriegen, wie man das schaffen kann. Aber das geht nicht. Der kann nämlich nur ganz hoch springen. Und wenn er das macht, dann springt er zu weit. Also er springt nicht weit genug, um gleich zwei solche Treppenstufen hochzukommen. Ach so, da fällt mir gerade was ein. Nämlich in der 8.3 kommt derselbe Bullshit dann sogar am Ende nochmal. So ein Mist. Aber mit dem Unterschied, dass es in der 8.3 weitaus weniger Münzen gibt und kein Ab. Das heißt, in der 8.3 werde ich es dann schaffen müssen. So ein Mist. Das heißt, es wäre vielleicht sogar besser, wenn ich mir hier ein paar Ups farmen würde. Also wenn ich hier noch ein paar Mal fail, aber jedes Mal die Münzblöcke krieg. Und natürlich das Up, das man so kriegen kann. Aber trotzdem wäre es ganz gut, wenn ich einen Weg rausfinden könnte, wie man das schafft, ohne ständig zu failen. Weil es muss gehen. Man muss wahrscheinlich seine Sprungtechnik dazu perfektionieren. Und hier könnte es einen abgeben, wenn der Typ rennen könnte. Für diesen Blödsinn in der 8.3 werde ich Ups brauchen. Habe ich so das Gefühl. Wenn der in der Lage wäre, auch einen kleinen Sprung auszuführen. Oder sich dann wenigstens noch ein bisschen steuern lassen wird. Aber so... Boah, das gibt's ja nicht. Dass man da Herzrasen kriegt. Während man diese blöden Sprünge macht. Aber jetzt muss ich erstmal durch die 8.2 lebendig durchkommen. Das wird auch schwer. Erstmal schauen, dass ich den Löffler irgendwie abgerattert krieg. Das schaffe ich ja gar nicht. Ich hab Angst. Dieser Bastard von einem Löffler, ey. Jetzt lass dich endlich abrattern. Ey, wieso hat er so viele Striche? Na endlich. Fast hätte ich das Stachelvieh noch berührt, das hätte gesuckt. Und ja, ich weiß, dass ich immer sagt, dass es sucken wird, wenn ich noch getroffen werde. Weil es nämlich auch tut. Weg mit dir, du blöder Flügler. Ich will dich ja nicht. Schuck, schuck. Ey, nee! Dieser Scheißkerl, warum ist der runtergefallen? Dafür werde ich ihm den Arsch versohlen. Ey! Boah, fast wäre das jetzt sogar schon wieder passiert. Was für ein Zuckertyp. Der Bill hat keinen Schwanz.
Schieß doch endlich mal richtig, du Knalltüte. Genau, ich weiß, was ich mache. Zumindest, wenn ich das schaffe. Genau, so. So macht man das. So steht es auch im Lehrbuch. Und ja, ich weiß, es gibt gar kein Lehrbuch zu diesem Spiel. Na und? Pilz her! Verdammt nochmal! Mach! Aber irgendwas Failiges wird natürlich noch kommen in diesem Level, das ist klar. Oh nein! Wieder was, wo man beten muss, dass man es schafft. Ich will nicht ständig beten müssen. Ich will, dass man es auch so schaffen kann. Ja, ich weiß, ich dreh mal wieder ein bisschen durch, aber wer das mal selber gespielt hat, der weiß, wie abnormal das ist. Wow, nochmal Glück gehabt. Das hätte ich nicht erwartet, dass ich da jetzt lebendig durchkomme. Das Problem ist, dieser Springblödsinn, der kommt nochmal in dieser 8-3. Die 8-4 soll dagegen eigentlich gar nicht mal so schwer werden. Also, glaube ich jetzt zumindest mal, dass die 8-4 schaffbarer ist als der ganze Rest von der Welt 8. Mit dem hier. Weil ich den Bowser nämlich immer abrattern kann. Muss ich aber erstmal die Hammerbrüder abrattern. Balla, 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 balla. Abgeböllert. Ratatatatatata. Das Schwierige ist nicht hier die Hammerbrüder zu besiegen, sondern die Sprünge am Ende zu schaffen. Die Hammerbrüder kann ich einfach abböllern. Also das ist überhaupt kein Problem, normalerweise. Wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle. Oh, fast! Fast wäre der runtergefallen. Dieser Zuckertypi. Schieß! Und Umschlag! Jetzt kommt der Blödsinn. Hast du nochmal rechtzeitig gemerkt, dass ich den Sprung nicht so schaffen wird? Nö, du Blödmann! Man muss die Sprünge so machen, dass man gleich richtig landet. Oder man hat verloren. Aber das schafft man nicht. Ratter ich halt hier die Blödmänner nochmal ab. Das Level an sich ist einfach. Zumindest mit dem hier. Aber der Sprung am Ende, der geht nicht. Beziehungsweise, es ist ja nicht nur einer. Und ich habe verdammten Hunger. Werbt ihr Nervköpfe? Niemand will euch. Schock, schock. Das ist unglaublich, wer hat sich die Sprungtechnik von diesem Typ ausgedacht? Ich wüsste echt gerne, ob irgendwer als Bill gut ist. Ich bin's jedenfalls nicht. Sondern ich bin mit dem Gottek. Wie schon gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass ich mit dem Bill überhaupt bis hierher kommen werde. Vor allem nicht, dass ich dann noch 16 Ups übrig haben werde. Aber die werde ich jetzt alle brauchen. Wie zum Teufel soll man das schaffen? Ich vertraue dem jetzt aber eigentlich auch nicht, dass er den Sprung so schafft. Aber ich muss es mal probieren. Einfach um es probiert zu haben. Oh, das gibt's ja nicht, das kann der! Dass der eine Stufe einfach überspringt. Zum Glück habe ich das ausprobiert, sonst hätte ich nämlich bestimmt nochmal gefailt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hier die Treppe ist schon gefährlich, weil er nämlich weiterrutscht.
Nö, du Blödmann, du bist so blöd. Ich hab ganz bissl die Taste gedrückt. Du bist weitergerutscht, du Scheißkerl. Das merke ich mir. Das war deine einzige Chance, in diesem Level eine Blume zu haben. Ist dir das klar? Und die hast du jetzt vergeigt. Wenn ich wegen dir jetzt dieses Level nicht schaffe, also wenn ich hier meine restlichen Ups alle verböllern werde, dann werde ich dir den Arsch dafür aufreißen. Dass du da gleich so billig gefailt hast. Weil ich habe nicht gefailt, sondern du. Ich bin nicht weitergerutscht. Kein Normalsterblicher rutscht da immer dann noch weiter. Es ist hier natürlich auch so, dass ich auf keinen Fall Pfeil unten drücken darf, wenn ich auf einer Röhre bin, in die ich nicht rein will. So wie beim Ninja. Im Grunde genommen ist das praktisch sogar so eine Art Ninja, nur mit dem Unterschied, dass er sich auf den Fernkampf spezialisiert. Und fast wäre ich jetzt an dem Bastard von dem Fisch hängen geblieben. Hier darf man auf keinen Fall oben lang gehen, weil man ja nicht mehr zurückkommt. Wobei die meisten Zucker, die dieses Spiel zocken, die vergessen, sich das so einzustellen, dass man nicht zurücklaufen kann. Das ist nämlich so buggig, dass das normalerweise so eingestellt ist, dass man das kann. Da hat anscheinend jemand vergessen, wo er herkommt und dass es im normalen Super Mario Bros. Nämlich natürlich auch nie gegangen ist. Und dieser Sprung wird unmöglich. Bin mal gespannt, wie ich den schaffen soll. Ach so. Also doch nicht so unmöglich. Waaah! Waaah! Der hat mich fast erwischt. Und ja, ich weiß, ich immer mit meinem Panikmodus, na und? Ah, fast hätte ich die falsche Taste gedrückt und wäre dann möglicherweise in die Röhre gegangen. Dann hätte ich alles nochmal machen dürfen. Und dann hätte ich nämlich vor allem nicht mehr geschafft, weil das Zeitlimit viel zu knapp ist, WTF. Schaffe ich den jetzt überhaupt in der Zeit? Jetzt muss ich rattern, auf Teufel komm raus. Boah, das gibt's ja nicht. Ich hätte nie erwartet, dass ich das mit dem Bild durchschaffen wird. Jetzt halte ich die Klappe, damit man die Abspannmusik hören kann. Boah, das gibt's ja nicht, dass ich das hingekriegt habe. Allerdings ist es so, dass ich jetzt riesen Hunger habe. Und deshalb beschließe ich hiermit, ganz einfach mal, dass ich mir was zu essen kochen werde. Nämlich heute ist der Büschelkopf, der sogenannte Flügelbüschelkopf, den ganzen Tag lang nicht da. Und deshalb kann ich hier jetzt praktisch treiben, was ich will. Und auch selber entscheiden, wann ich was zu essen kochen will und so. Und es wird nämlich ein richtig tolles Nudelgericht geben, auf das ich mich jetzt schon freue. Aber eigentlich würde ich jetzt gerne hier noch ein bisschen was machen. Ich frage mich nur was. Naja, keine Ahnung. Vielleicht zeige ich mal noch ein Bild von einem Büschelkopf. Vom sogenannten Flügelbüschelkopf. Mal sehen, ob ich es jetzt schaffe, hier die Aufnahmeregion zu verändern. Was? Das geht ja gar nicht.
Nee, das geht ja wirklich nicht. Dann muss ich das anders machen. So. Nämlich diesen Büschelkopf hier, den habe ich mir selber ausgedacht, wo die Büschel nach oben zeigen. Also ganz realistisch. Leider kann ich diesen Büschelkopf... Hör, wie tief, was ist denn das für ein Grafikbug hier? Keine Ahnung, wie das jetzt kommt. Aber auf jeden Fall ist dieser Büschelkopf leider nicht animiert, so wie der andere. Okay, das war's jetzt aber wirklich mit Let's Play Super Contra Boss. Und irgendwann versuche ich es nochmal als Mega Man, aber ich habe nicht viel Hoffnung, dass ich das schaffen werde. Wahrscheinlich ist das einfach nicht möglich in der 2-3. Und wenn man es schaffen wird, dann müsste man ja auch in der 7-3 das Ganze nochmal schaffen, aber mit noch mehr Gegnern und somit noch unschaffbarer. Also, bis dann.